Vor den Wahlen am 26. Mai hat die AfD ihre geplante Abschlusskundgebung in Bremen abgesagt. Die Rechtspopulisten begründen ihre Entscheidung mit Morddrohungen gegen die Familie des Vermieters des Veranstaltungssaals. AfD-Chef Jörg Meuthen sprach von einer schwarzen Stunde in der Geschichte unserer Demokratie. Mit der AfD habe nun die größte Oppositionspartei im Deutschen Bundestag die Abschlussveranstaltung ihres Europawahlkampfs in Bremen aufgrund linksextremer Bedrohungen absagen müssen, beklagte er. Die Abschlussveranstaltung hätte am 24. Mai stattfinden sollen. In Bremen findet zwei Tage später neben der Europawahl auch die Bürgerschaftswahl statt.